Guten Tag, liebe Modellbau- und Spurenfreunde. Mit dieser Videoserie werde ich mit Ihnen zusammen eine Burgruine für Spuren bauen. Da ich hierfür einen Kundenauftrag vorliegen habe, dachte ich mir, dass ich diese Gelegenheit gleich nutze, um den kompletten Bau mitzufilmen und zu dokumentieren. Dies wird sich in mehrere Videos unterteilen, damit ich auf Details eingehen kann. Wie Sie vielleicht schon gesehen haben, biete ich in meinen Online-Shops eine umfangreiche Falknersberg-Serie an. Angefangen von der Turmruine, Rundturm, bis hin zur Bäckerei, Wirtschaftsgebäude und viele, viele andere mehr. Die Artikel bestehen immer aus einzelnen Bausteinmodulen, sodass man dadurch die Möglichkeit hat, nicht nur nach Bauplan, sondern auch frei gestaltbar zu bauen. Durch Drehen, Kippen und Kombinieren der einzelnen Bausteine entfalten sich sehr viele Möglichkeiten. In diesem Fall soll die Grundfläche 40 auf 40 cm betragen, da der Kunde den unteren Bergteil selbst gestalten wird. Sprich, das von mir gebaute Diorama wird dann als Bergspitze aufgesetzt. Es soll maximal 15 cm Höhe haben, inklusive der Burgbausteine. An dieser Stelle möchte ich auch die Gelegenheit nutzen, etwas über die Preise für individuell gestaltete Dioramen zu sagen. Im Modellbau gibt es zahlreiche Möglichkeiten, etwas zu gestalten. Hauptsächlich die Details nehmen am meisten Zeit in Anspruch. Von daher kann man nur immer einen Von-bis-Preis nennen. Es hängt also immer davon ab, welches Budget der jeweilige Kunde dafür zur Verfügung stellt. Umso mehr ich dafür bekomme, umso mehr Details werden auch im Diorama eingebaut sein. Soll es etwas günstiger ausfallen, lasse ich einfach beispielsweise einige Büsche weg, es werden weniger Bäume platziert oder sonstige Details. Allerdings möchte ich auch dazu bemerken, dass die meisten meiner Kunden sagen, dass es da auf 50 Euro hin oder her zum Beispiel nicht ankommt. Denn schließlich lässt man solch ein Diorama ja nicht alle paar Wochen bauen und man wird es in der Regel ja auch lange Zeit besitzen. Sehen Sie sich bitte auch weitere Videos von mir an, schreiben Sie mir Kommentare und ganz wichtig, abonnieren Sie bitte meinen Kanal, es werden künftig noch zahlreiche Videos hinzukommen. So erhalten Sie von YouTube automatisch eine Benachrichtigung, wenn ich neue Videos veröffentliche. Gut, lassen Sie uns beginnen. Als erstes benötigen wir eine Grundfläche, dazu gäbe es mehrere Möglichkeiten. Verwenden Sie eine Holzplatte, sollten Sie ein mehrfach geleimtes Holz verwenden, damit es sich nicht zu arg verzieht, sollte es feucht werden während der Bauphase. Nicht zwingend erforderlich, aber besser. Eine andere, noch bessere Möglichkeit ist es, Hartschaum zu verwenden. Solch ein Material erhalten Sie meist in Baumärkten, es gibt sie in verschiedenen Stärken und Farben, rau oder glatt. Meist verwende ich als Grundplatte 2 cm Stärke. Da das Diorama relativ klein ist, in diesem Fall, brauchen wir hier keine Holzplatte unterzulegen. Die Hartschaumplatte ist massiv genug. Als nächsten Schritt werden wir nun den eigentlichen Berg gestalten, beziehungsweise in diesem Fall ja nur den oberen Bergteil. Dazu lasse ich schon einige gerade Stellen frei, damit die Ruinen eingebaut werden können. Viele werden jetzt vielleicht denken, ja, aber das muss doch exakt geplant sein, also vorher genaue Zeichnungen, die Burgruine zuerst bauen und dann den Fels gestalten. Nein, eben gerade nicht. Machen Sie es doch wie in der Realität. Schließlich wurden damals ja auch nicht zuerst die Burg und dann der Fels gebaut, sondern die Burg wurde dem Fels angepasst. Und genauso möchte ich es auch handhaben, da erst so eine individuelle Burgruine entsteht, der Natur angepasst. Außerdem macht es so viel mehr Spaß als Tage, Wochen oder Monate lange Planung. Als erstes schneiden Sie sich die Grundfläche zurecht. Darauf werden dann stufig weitere Platten aufgesetzt. Lassen Sie hier Ihre Fantasie freien Lauf. Arbeiten Sie mit dem Messer bitte sehr vorsichtig, am besten immer von Körperteilen weg. Die Hartschaumplatten lassen sich sehr gut bearbeiten. Einfach ein wenig einschneiden,
dann brechen. Sehr wichtig dabei ist aber, dass Sie vor dem Brechen immer das Messer beiseite legen. Zu groß wäre sonst die Verletzungsgefahr. Sie könnten Felsvorsprünge oder auch Höhlen gleich mit einplanen, dadurch wird das Modell noch wesentlich interessanter. Schneiden Sie stellenweise auch ruhig mal kurvig und schräg ab. An anderen Stellen auch mal eine steile Felswand einplanen. Machen Sie dies wirklich mal ohne Planung. Machen Sie es nicht nach Logik, sondern nach Gefühl. Die einzelnen Platten können Sie auch leicht schräg anbringen. Sie haben hier also sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten. Die abgeschnittenen Reste heben Sie sich auf, diese können Sie noch sehr gut verwenden. Die Platten kleben Sie am besten mit Holzleim zusammen, auch Acryl wäre eine Alternative. Mit Holzspießen fixieren Sie die Teile. Auch verschrauben geht wunderbar. Oder auch mit Nägeln. Holz finde ich allerdings besser, da diese leichter zu entfernen sind oder man auch leichter abschneiden könnte, falls es bei der weiteren Felsgestaltung nachträglich notwendig ist. Wenn Sie Holzspieße verwenden, sollten Sie auch hier wieder vorsichtig arbeiten. Beim Einstecken könnten welche brechen und dadurch entsteht Verletzungsgefahr. Wenn alles passt, einfach mit einer Beißzange abknipsen. Kleben Sie nun stellenweise kleinere Reste auf. Gestalten Sie so mit Felsspalten nach Lust und Laune. Sie werden sehen, das macht Riesenspaß. Thank you.
Wenn Sie soweit mit Ihrem Felsen zufrieden sind, beginnen Sie mit der Feinarbeit. Kanten Sie an manchen Stellen die Platten ab, schneiden Sie dazu teils nur stellenweise ein und brechen das Stück heraus. Hier muss man allerdings wieder äußerst vorsichtig arbeiten, das muss ich immer wieder betonen. Denn schnell ist seine Klinge abgebrochen. Gesehen? Verwenden Sie deshalb ein entsprechendes Messer mit einer Klinge, wo so etwas nicht passiert. Sie könnten auch Zangen verwenden. Einfach stellenweise ein Stück aus dem Hartschaum herausreißen. Im nächsten Teil werden wir die Felsen mit Gips gestalten. Vielen Dank fürs Zusehen und bis gleich!